Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werden wir meine Dreamhack Highlights analysieren und schauen, was ich hätte besser machen können, denn wie ihr es tatsächlich wisst, habe ich es nicht geschafft, mich für die Semifinals, also nicht für die zweite Runde zu qualifizieren, und dort fehlten auch insgesamt noch mehr als 100 Punkte, dementsprechend war das auch nicht mehr close. Allerdings hätte ich wahrscheinlich in ein paar Situationen ein paar Dinge verändert, dann wäre das auf jeden Fall, denke ich mal, was geworden, beziehungsweise wäre es auf jeden Fall deutlich closer geworden. Ich würde sagen, wir schauen uns mal direkt mein Gameplay an und dafür nehmen wir das Video direkt von gestern, denn dort hatte ich ja einmal alles zusammengefasst. Wir sind jetzt hier gerade in der ersten Runde drin. Ich hatte schon bereits 5 Kills gemacht, 12 Leute leben noch. Ich hatte in dieser Situation immer richtig viel aufgepasst, was so um mich herum passiert. Dementsprechend hatte ich es auch immer wieder geschafft, schöne Hits abzusetzen, hatte dann auch den Gegner direkt gesehen und ja, killen können. Dementsprechend hatte ich hier auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Allerdings dann so etwas später, als ich dann mein Silver Surfer Board genutzt hatte, um eben halt in die nächste Zone zu kommen, wurde ich etwas gelasert, wodurch ich danach ein bisschen gepanickt habe, glaube ich. Und dementsprechend hatte ich dann nicht mehr ganz so viel darauf geachtet, was um mich so herum passiert, und dann hatte ich eben halt irgendwann nicht mehr darauf geachtet, dass direkt hinter mir im Prinzip ein Gegner war, und dementsprechend hatte er dann eben halt auch hier in genau dieser Situation dann auch einen richtig guten Shot auf mich gesetzt. Ich wurde dann natürlich nur noch nervöser, weil ich eben halt dann wirklich extrem low war und hatte dementsprechend dann auch nicht mehr über mich geschaut, weil dieser Floor mir logischerweise da natürlich auch nicht gehört. Dadurch konnte der Gegner relativ easy in meine Box reinjoppen und ich war damit tot. Dementsprechend hätte ich hier auf jeden Fall ein bisschen mehr aufgepasst, mich ein bisschen mehr konzentriert, nicht so viel Damage beim Silver Surfer Board bekommen und das eventuell abgebrochen, dann wäre das auf jeden Fall chilliger gewesen. In der nächsten Runde habe ich direkt einen Early Game Fight gehabt. Hier lief eigentlich alles auch sehr, sehr gut bis zu dieser Situation, denn dort waren wir beide oben, hatten relativ ähnlich viele Leben. Ich hatte allerdings im Vergleich zum Gegner noch 22 Mets. Der Gegner hatte mit den zwei Bildschirmen alle seine Mets verbraucht. Dementsprechend hatte ich hier sozusagen einen kleinen Vorteil. Hier hatte ich dann auch eine Ramp geplaced, wollte wahrscheinlich ursprünglich einen Floor placen, hat dann aber das irgendwie nicht geschafft und dementsprechend wurde der Floor dann auch nicht geplaced und ich hatte dann irgendwie eine Treppe da einfach geplaced. Wäre allerdings auch alles nicht schlimm gewesen, denn hätte ich hier das Ganze geschafft zu editen, dann hätte ich locker einen Shot, wahrscheinlich sogar einen Headshot auf den Gegner raufsetzen können. Da ich mein Edit allerdings hier irgendwie dreimal jetzt verkackt habe, lief das Ganze gar nicht gut. Danach zwar ein guter Shot auf den Gegner, allerdings bin ich dann irgendwie in seine Box reingejobbt, habe ich einfach nicht so darauf geachtet, wo ich mich gerade auf der Ramp befinde. Deshalb trainiert auf jeden Fall euer Movement, gerade im neuen Scalebook Aim Trainer ist da ja dieser MR Strafe Modus richtig, richtig gut für, um eben mal darauf zu achten oder beziehungsweise während des Shootens darauf zu achten, wo man sich gerade befindet, und das würde euch in solchen Situationen auf jeden Fall weiterhelfen. Und wäre ich oben geblieben, hätte ich den locker gekillt. So war es natürlich jetzt die Situation, dass er auf jeden Fall auch komplett low war. Wir allerdings im Prinzip nur noch ein 50-50 hatten. Welche mit einer SMG raufgegangen, hätte ich den wahrscheinlich auch bekommen. Da meine Pump allerdings noch nicht schießen konnte, konnte ich ihn so auch nicht killen. Der Gegner hat somit mit einem HP überlebt. Relativ unlucky, allerdings gab es immer noch viele Optionen, wo ich das Ganze hätte auf jeden Fall gewinnen können. In der nächsten Runde geht es dann auch wieder bis ins Endgame, bis dahin auch eine wirklich gute Runde. Hier ist allerdings schon wieder die Situation, dass die Zone bereits in 9 Sekunden rotated. Ich bin hier ganz weit hinten in der Zone, das heißt, ich habe Max Distance Zone, die ich moven muss. Dementsprechend wird mich die Zone instant einholen und ich hätte hier auf jeden Fall in dieser Situation definitiv schon losgehen sollen, spätestens nachdem ich dem hier einen Shot gegeben hatte. Allerdings hatte ich mich danach dazu entschieden, das Ganze hier zu pushen, war natürlich insgesamt nicht so schlau, denn jetzt war eben mal die Zone dann nur noch näher, wodurch ich dann eben mal hier auch weiter later in der Rotation immer noch ganz hinten an der Zone war und immer Pressure hatte, wodurch ich keine Zeit hatte, mich zu healen oder ähnliches. Dann war ich auch noch im Lowground an dieser Position, konnte da auch nicht so easy hochkommen, hat dann hier einen Shot bekommen, hinter mir war dann noch ein Gegner und es war alles so ein bisschen problematisch. Wie gesagt, dementsprechend rotated so früh wie möglich, versucht gerade in solchen Situationen, wo sehr, sehr weit hinten in der Zone seid, immer ahead auf der Zone zu kommen, denn dort bekommt ihr die meisten Kills und am Ende geht ihr auch nur ein Risiko ein, wenn ihr hinten bleibt. Dort werdet ihr auf jeden Fall keine Punkte mehr bekommen. Vor allen Dingen in so einer relativ stacked Lobby mit 23 Spielern ist es definitiv praktischer, weiter vorne zu sein. Die Runde danach war auch sehr, sehr schnell vorbei. Ich habe meinen Job eigentlich nicht verkackt. Allerdings waren dann eben halt dort zwei Spieler, wodurch ich dann eben halt keine Lust hatte, dort direkt drauf zu gehen, weil mein Loot eben halt noch nicht so extrem gut war. Dann bin ich eher eben halt hinten hingegangen, habe nicht vorher geschaut beim Droppen, wo vielleicht Gegner sein könnten. Dementsprechend hatte ich dann nicht gewusst, dass hier eine ist, obwohl ich es eigentlich auch so oder so hätte wissen müssen, da eigentlich an diesem Spot immer Gegner landen, und dementsprechend wurde ich hier relativ überrascht. Wie gesagt, ich hatte einfach nicht damit gerechnet, warum auch immer. Deshalb, immer wenn ihr droppt, aufpassen, wo Gegner landen, denn dann werden euch solche Situationen definitiv seltener passieren, und dementsprechend wurde ich dann hier richtig low gelasert und der Gegner hatte eigentlich die besten Chancen, um mich zu killen. Ich hatte auch kaum Mats mehr, dementsprechend, ja, war ich hier einfach down und ich konnte
konnte eigentlich auch nichts machen. Nächste Runde war dann auch erstmal soweit eigentlich ganz clean. Schön viele Kills erstmal geholt. Bis zu dem Zeitpunkt nach dem zweiten Kill hier. Denn dann wollte ich direkt auf den dritten Gegner raufpushen. Hab den am Anfang gut gelasert. War ja auch soweit ganz gut. 50 Damage ist in Ordnung. Allerdings hätte ich mich an dieser Situation einbauen sollen. Denn ich versuche irgendwie, und ich weiß nicht, warum ich das mache, ich versuche irgendwie immer ein paar Schüsse noch abzubekommen, wenn der Gegner mich rammt. Allerdings ist natürlich so die Chance auch genauso gut für den Gegner, dass er mich eben halt dann lasert. So war es jetzt auch, 95 HP dann nur noch. War auf jeden Fall unnötiger Damage, den ich da mitgenommen hatte. Und danach ging es dann einmal in den Buildfight rein. Ich bin ein bisschen hochgepusht, hatte eigentlich noch genug Mats. Hatte die allerdings in häufigen Situationen nur sehr, sehr wenig benutzt. Gerade jetzt hier, dort hätte ich bauen können. Gebe ihm natürlich einen guten Shot, wie gesagt, mit bauen. Hätte ich dort aber selbst immer kein Damage bekommen. Und so war es eben halt in dieser Situation, dass ich dann weiterhin immer noch nicht gebaut hatte. Ich wollte ihn dann, glaube ich, irgendwie versuchen zu spleeven. Weiß ich ehrlich gesagt aber nicht wirklich, was ich da gemacht hatte. Normal waren das ja auch alles Builds der Gegner. Dementsprechend können die Gegner eben halt auch easy auf mich raufediten. So war es nun mal auch. Ich wurde dann easy gekillt und der Gegner hatte zwar nur 14 AP, allerdings hätte ich den eben halt auch locker bekommen können. Hätte ich eben halt, wie gesagt, ein bisschen mehr gebaut. Nächste Runde auch wieder am Anfang sehr, sehr clean eigentlich. Dann allerdings hier beim nächsten Fight am Anfang auch alles clean gewesen. Nur dann, als ich hier war, hatte ich dann auch wieder zu wenig gebaut. Und dann hat mich der Gegner overrammed. Ich habe weiterhin nicht gebaut. Gegner überlebt wieder mit 2 HP. Hätte ich dort ein bisschen gebaut, hätte ich definitiv selbst kein Damage bekommen. Hätte den Gegner trotzdem vielleicht auf 2 HP runterschießen können. Und dann wäre das Ganze wieder deutlich chilliger gewesen. Danach in der nächsten Runde auch erstmal ein erster Fight wieder ganz, ganz chillig. Zweiter Fight auch alles normal. Hier hinten schön viele Snipes im Late Game gehabt. Schön rotated eigentlich. Alles wirklich sehr, sehr gut gemacht. Unten auch im Lowground dann hier später geblieben. Aufgepasst, wo Gegner sind. Also hier muss ich sagen, wirklich richtig gut rotiert und würde ich sagen, ist sogar eine meiner besten Rotations, die ich gemacht hatte. Natürlich wäre ich ein bisschen trainierter gewesen, hätte ich ein bisschen mehr solche Situationen gehabt, dann hätte ich den Gegner beispielsweise eben gerade auch wieder killen können. Das sind natürlich so Kleinigkeiten, allerdings alles in allem war es eine echt gute Runde, wodurch ich dann letztendlich hier auch den Sieg geholt hatte. Letzten Kill hätte ich natürlich auch locker holen können, habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Wie gesagt, dort auch wieder ein bisschen Training in solchen Situationen. Dann schafft man das auf jeden Fall auch. Aber insgesamt 6 Kill Win. Kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein und war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Runde. In der nächsten Runde bin ich dann auch wieder relativ schnell gestorben. Ich bin nämlich hier zwischen Doom's Domain und diesen Häusern gelandet. Dort, wo eigentlich diese klassische Route ist, von den Häusern zu Doom's Domain, wodurch hier natürlich auch relativ viele Gegner sind. Und ich war eben halt auch in genau dieser Situation da, wo die meisten dann eben halt wegrotieren würden. Und dementsprechend wurde ich dann, als ich hier gelandet bin, auch relativ schnell gelasert. Dort hätte ich auf jeden Fall irgendwo anders landen sollen. Natürlich war ich hier relativ in der Mitte, relativ stark in der Mitte der Zone. Allerdings ist es eben halt, wie gesagt, nicht so praktisch, wenn man direkt auf anderen Lootrouten landet. Dementsprechend schaut auch immer, wo vielleicht andere Lootrouten sind. Und umso mehr Lootrouten ihr kennt, desto mehr Chancen habt ihr natürlich auch zu wissen, wo eventuell Gegner sein könnten. Und das hätte mir auch in dieser Situation definitiv geholfen. Danach habe ich einfach nur noch gepanickt und habe im Prinzip gar nichts hinbekommen. Und wäre ich dort vielleicht auch ein bisschen trainierter gewesen in solchen Situationen, dann hätte ich das auch schaffen können. Denn wie gesagt, es war nur noch reines Paniken in dieser Situation. Ich glaube, selbst in dem Laser am Anfang hätte man den als Pro-Player definitiv noch bekommen können. Dann gab es in der nächsten Runde wieder einen Fight. Ich war hier oben drauf, hatte mal wieder nicht geschaut, ob irgendwo an den Seiten vielleicht noch Gegner rumlaufen. War immer auch noch relativ early in der Runde, wodurch immer viele gerade Jobspots ändern, beziehungsweise von seinem ursprünglichen Jobspot zum nächsten Spot der Looting-Route weitergehen. Dementsprechend wurde ich dann hier auch wieder gelasert und dann hat mich der Gegner mal einfach runtereditiert, weil ich dann eben mal nicht aufgepasst hatte, wo ich mich gerade positioned wieder habe, dementsprechend dort auch wieder das Movement-Problem, was ich habe, und das finde ich auch eine der underratedsten Features, die es eigentlich so gibt, beziehungsweise der Techniken, die es gibt, der Mechanics, genauso wie natürlich auch Aim und Editing Mechanic ist, finde ich, ist Movement so ziemlich die unterschätzteste Mechanik, die es überhaupt gibt, und hätte ich das geübt, dann wüsste ich auch auf jeden Fall, dass ich wieder auf meinen eigenen Cone stehe, wodurch ich nicht runtergeeditet werden könnte, wodurch ich mich dann easy heilen könnte, und dann wäre das Ganze auch wieder in dieser Situation chilliger gewesen. Dann habe ich in der nächsten Runde eigentlich wieder genau das gleiche gemacht. Ich habe hier gewartet, bis der Gegner kommt. Hier war es allerdings sogar relativ smart, das Ganze zu machen, denn der Gegner hatte eben halt möglicherweise maximal ich hatte einen Revolver, dadurch wusste ich eben halt, mit einem Revolver macht man viel mehr Damage. Wenn man sich da konzentriert, seinen Hit eben halt versucht, dann auch zu hitten, seinen Einschuss, den man hat, dann bekommt man locker immer noch 120er. Ich habe einmal geschossen, direkt gebaut, war auf jeden Fall soweit ich hier auch wirklich gut gespielt. Schön 126er gesetzt, das war wirklich ein guter Fight. Danach nochmal mit einem
Revolver gefinisht. Und das ist auf jeden Fall ein cleaner Kill. In so einer Situation kann man das auf jeden Fall machen, mit auf dem Boden stehen bleiben. Nur danach, wenn man das einmal gemacht hat, direkt einbauen, dann wäre es auf jeden Fall deutlich safer gewesen. Und ich denke, man sollte so etwas auch wirklich nur für den ersten Schuss eingehen. Beim anderen Fight war es ja auch schon direkt der dritte Schuss oder so, den ich gesetzt hatte, wo ich dann eben halt offen rumgestanden bin. Das ist dann auf jeden Fall nicht ganz so klug. Danach ging es weiter. Hier schon einen zweiten Kill gehabt. Hier auch wieder, was ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen kann. Wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr in der Box der Gegner seid, dann versucht einfach euren Einschuss, den ihr habt, richtig gut abzufeuern. Dann bekommt ihr den Gegner nämlich eigentlich zu 90% immer. Sowas auch in dieser Situation, gerade im Early Game, wo die Gegner maximal nur 100 HP hatten, relativ chillig das Ganze. Dann ging es nochmal in dieser Situation rein. Hier war der Gegner auf mich raufgepusht. Ich war relativ mittig in der Zone, deshalb konnte ich eigentlich chillen. Allerdings hatte ich dann irgendwie einfach ohne Brain hier gefightet, bin irgendwie in die gegnerischen Builds reingegangen und hatte irgendwie nie Peace Control ausgeführt. Ich hatte nicht auf meinen Aim geachtet, nicht auf meine Edits, nicht auf meine Builds. Das war wirklich ein komplett loster Fight und da war eigentlich so ziemlich alles nicht gut dran. Ich habe wirklich da einfach nur noch gechoked, gepanickt, nachdem ich ein bisschen angeschossen wurde. Hätte ich auf jeden Fall besser machen können. Und das waren soweit die ganzen Runden, die es jetzt aus diesem, aus der Dreamhack gab von mir. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall weitergeholfen und gefallen. Und wenn es sein sollte, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.